Ah, endlich bin ich angekommen in der schönen... Was ist das? Mannheim? Im schönen Mannheim. Ah. Guten Tag, Milady. Heimat, endlich. Oh, direkt sprinten. Okay. Oh, ich habe die Leute umgerempelt. Und damit... Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Right for Fight. In diesem Spiel wird man einfach so von Leuten angegriffen und muss sich gegen sie zur Wehr setzen. Oh Gott, sie greifen mich direkt an. Nein! Er macht mich so fertig. Komm, weg mit dir. Wie soll ich das nur jemals machen? Oh, er hat ein Messer, er hat ein Messer. Oh Gott, geht doch weg. Oh, ich habe mich gut verteidigt. Also Leute, ihr seht es, in diesem Spiel sind wir jetzt endlich angekommen in Mannheim. Und in Mannheim, naja, da geht's ziemlich hart zur Sache. Mannheim ist eine ziemlich harte Stadt. Hier kann ich mir Health and Heat Items kaufen. Okay, ich kann mir einen Shrimp kaufen. Kann ich mir aber gar nicht leisten. Dann hole ich mir ein paar Ice Cubes. Yeah. Ja, Eiswürfel kann man immer gebrauchen. Da hinten kämpfen auch schon wieder Leute. Typisch Mannheim. Genauso liebe ich das hier. Ach, lang nicht mehr hier gewesen. Guten Tag, Sir. Du siehst nicht gerade aus wie ein Fisch. Ja, hast du mich gerade Fisch genannt? Das merke ich mir. Das merke ich mir. Laufen ist, wenn ich Shift gedrückt halte. Ah. Oh, ich werde angegriffen. Und jetzt seht ihr, was ich für Steuerungsoptionen hier habe. Die muss ich alle noch lernen. Okay, Garden ist, ich beschütze mich dann. Okay, das lerne ich alles. Oh, gefinished. Warte, ich muss ihn noch fertig machen. Jetzt gibt's auf die Schnauze. Dafür, dass du mich angreifst. Bam, bam. So, also die Steuerung muss ich noch lernen. Ich habe das Tutorial eben geskippt, weil das Tutorial mir zu anstrengend war. Das GUI sieht nicht sehr schön aus. Aber ey, das ist doch mal eine schöne Kampfsteuerung. Nein, Bruder, ich wollte dich gerade fragen, warum hast du so ein Schwert? Warum greifst du mich random an? Bin ich tot? Ah, nee. Okay, was ist Evade? Oh, ich werde so fertig gemacht. Ich habe keine Chance gegen die. Hält er mich gerade fest? Ja, er hält mich gerade fest. Komm, weg mit dir. Nein, ich hoffe, ich überlebe das. Komm, auf ihn rauf. Bam, bam, bam. Oh, ich hätte ihn finishen können. Er tautet mich. Was fällt ihm ein? Ich taute dich gleich. Bam. Oh. Man wird hier immer wieder von Leuten auf der Straße angegriffen. Ich bin gerade mal Level 2. Was soll das denn? Was soll das ganze Blut auf meinem Bildschirm? Mir geht's doch fantastisch. Na, jetzt schauen wir uns erstmal um. Ich bin lange nicht mehr in Mannheim gewesen. Kann es sein, dass ich mich nicht von alleine heile, sondern mich jetzt heilen muss mit Sachen im Menü? Swimming in the Bay Area can expose you to toxic waste. Okay, ich sollte nicht ins Wasser springen. Ich drücke einmal B fürs Menü, nehme ein paar Ice Cubes. Dann geht's mir doch bestimmt wieder besser. Ja, Mann. Bitte greif mich nicht an. Nein. Ah. Okay, ich komme schon zurecht, denke ich. Please. Oh, der schießt auf mich. Der schießt auf mich. Du bist doch wahnsinnig. E, nein, Evade war B, E. Schießt doch nicht auf mich. Bam. Boah, ich komme mit der Steuerung noch nicht klar. Ich muss sie noch lernen. Gib mir noch mal Ruhe, Zeit. Warum habe ich nicht das Tutorial gespielt? Okay, ich bin jetzt schon mal Level 3. Bin so gut wie tot. Und da sind wieder Leute, die mich angreifen wollen. Ich will mich doch nur heilen. Ich will doch nur zu dem Shrimp-Händler. Wenn ich an ihm vorbeisprinte. Nein, nein. Ah, der Rich Friend. Ja, der Rich Friend hat mich gekillt. Jetzt bin ich hier. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin in irgendeiner Gasse. Ah, ich bin zu Hause. Endlich wieder zu Hause. Erstmal aufs Klo gehen. Ah, okay. Genug Klo. Ihr seht, ich muss mir noch ein paar Möbel kaufen. Ich bin neu in Mannheim. Ich muss mich auch wieder an den rauen Ton der Straße gewöhnen. Ich war so lange in Köln. In Köln bin ich zu einem Weichei geworden. Ich kenne das gar nicht mehr, dass ich von allem und jedem einfach angegriffen werde. Ihr kennt das wahrscheinlich auch nicht, weil ihr auch Weicheier seid. Aber so ist das nun mal in Mannheim. Entschuldigen Sie, Sir. Da haben Leute mit meinem Business gemessed. Machst du sie weg für mich? Klar, ich mach die fertig. Thanks, Partner. Ja, was ihr nicht wisst, dieser Mechaniker, das hier ist Money. Mit dem bin ich früher in dieselbe Klasse gegangen. Also nur die ersten drei Klassen. Danach ist er abgegangen. Er hat die dritte Klasse halt nicht geschafft. Hat es trotzdem zu einem Mechaniker geschafft. Er hat es weit gebracht, ja? Er hat es weit gebracht. Irgendwelche Leute wollen immer mit ihm rumstressen und ich werde es denen jetzt erstmal zeigen. Ich muss erstmal diese Leute hier fertig machen. Komm ran. Oh, ich wurde getasert. Evade. Hallo? Please? Ja, Mann. Alter, wie macht man das? Hilfe. Okay, den habe ich. Ich bin sowas von weg. Ich muss diesen Shooter hier wegmachen. Und die tasern mich die ganze Zeit. Lass das. Ich weiß nicht, wie ich mich gegen eine Schusswaffe wehre. Es kam bestimmt im Tutorial dran. Bam. Please, tötet mich nicht. Please. Danke, dass du mir hilfst, Wrath. Ah, danke, Homie. Danke, Homie. Erstmal das ganze Geld von den Leuten mitnehmen. Oh, das waren gar nicht die Typen. Ey, Money. Money. Die Leute, die ich zusammengeschlagen habe, das waren gar nicht die, die du wolltest, wa? Welche soll ich denn dann zusammenschlagen? Gucken wir mal hier nach. Oh. Du bist das doch, oder? Ich kann dir einfach umrempeln. Talk ich mal mit ihm hier. Winston! Das ist kein Bookstore. Wo bin ich überhaupt? Ja, scheinbar ist das hier kein Bookstore. Ah, ich liebe es, die Leute umzurempeln. Weg da! Aus dem Weg! Ich muss Delinquents wegmachen. Komm ran, das ist ein Mob, okay. Die mache ich so fertig, die haben keine Chance. Oh, warte, die sind Level 5? Ja, du hast keine Chance gegen mich, Homie. Du hast auch keine Chance gegen mich.
Wie kümmere ich mich da rum, wenn die Leute blocken? So, ich ändere meinen Style. Ihr habt keine Chance. Komm ran. Okay, was gibt's denn alles? Disable Heat Actions. Was sind Heat Actions? Habe ich die schon disabled aus Versehen? Wer weiß. Komm, dich grab ich erstmal. Bam. Oh, danke, dass mir dieser Level 11er da hilft. Weil das sind eine Menge Level 5er, die ich hier habe. Bam. Was war das denn eben für eine Musik? Bam. Ich werfe ihn noch weg. Okay, easy. War doch alles ganz einfach. Wir sind jetzt Level 4. Wir müssen immer noch herausfinden, wo diese Delinquents sind. Ey. Hup. Meine Frau hat den Tagesfang rausgeworfen. Oh nein, warum greifst du mich an, Mysterious Man? Ich hab dir gar nichts getan. Einfach alle wegwerfen. Einfach alle wegwerfen die ganze Zeit. Okay, Mustafa ist weg. Robert, komm ran. Komm, ich werf dich auf Robert. Bam. So, was gibt's noch? Es gibt Light Attack, Heavy Attack, Grab Throw, Evade. Du kannst nichts machen, wenn ich diesen mache. Okay. Disable Heat Locations, Taunt, Third Style, Second Style, First Style. Okay, ich kann meinen Style ändern und ich kann diesen machen. Mal gucken, was draus wird. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Und mir geht's irgendwie nicht so gut. Ich muss eigentlich mir wieder was holen, damit ich mich healen kann. Warum healt man nicht von alleine außerhalb der Kämpfe? Ich meine, gehört sich doch so, oder nicht? Naja, ich werde schon noch irgendwas finden. Ich muss auf jeden Fall irgendwelche Verbrecher finden. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Wo sind denn diese Verbrecher? Oh, ein Shop. Perfekt. Erstmal eine Limonade kaufen. Und eine Matcha-Milk. Wisst ihr was? Von der Matcha-Milk gönne ich mir ein bisschen mehr. Und es... Und eine schöne Erdbeermilch. Lecker, lecker. Ich habe nichts im Inventory. Ich dachte, ich habe die Sachen gerade gekauft. Oh, ich habe die Sachen nur auf die Einkaufsliste gepackt. Dann kaufe ich jetzt so eine Matcha-Milk. Und mir geht's doch schon wieder ganz gut. Und davon kaufe ich mir noch ein paar mehr. So, ihr müsst mir dann mal sagen, wenn ihr diese straffälligen Verbrecher findet, von denen mein Homie Money gesprochen hat. Wer bist du denn? Dich mache ich fertig. Oh Gott, die machen mich fertig. Was sind das denn für Leute? Rauf da, bam. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Warum lege ich mich mit denen an? Oh Gott, ich habe es geschafft. Nein, ich wurde getötet. Ich dachte gerade eben, ich hätte es geschafft. Gut, ich sollte mich nicht mit denen anlegen, wenn die so einen bösen Emoji über den Kopf haben. Immerhin haben sie mir meine Matcha-Milk gelassen. Oh, da hinten kämpft jemand. Can't join this battle. Okay, ich kann da nicht helfen, weil ich nicht in derselben Party bin wie die. Aber wo sind denn die straffälligen Leute? Wo sind die Verbrecher hin? Bist du ein Verbrecher? Talk. Du möchtest nach Bloxer City leben? Ey, Mannheim, meine Stadt. Wie kann man jemals aus Mannheim ausziehen wollen? Das ist so eine das ist eine fantastische City hier. Ja, komm, wir versuchen es. Nee, ihr seid auch keine Delinquents. Ihr seid Fra. Und ja, fertig gemacht. Ich mache mal jetzt auch noch fertig. Ich mache viel zu selten diesen Finishing-Move. Der ist voll cool. Oh, ich wurde umgehauen. Hör auf, mich anzugreifen, please. Oh, okay, wenn sie eine Waffe hat, dann kann ich nicht blocken. Dann kann ich nur evaden anscheinend. Okay. Sind die Straffälligen vielleicht hier in der Gasse? Ah, der hat wieder so ein Emoji über dem Kopf. Mit dem lege ich mich nicht an. Bist du vielleicht dieser Straffällige, von dem die Leute sprachen? Nee, du bist nur wieder ein Mob. Dich machen wir einfach fertig. Hahaha. Ihr habt keine Chance, weil ich der Computerspieler bin und ihr seid einfach nur NPCs. Ihr seid NPCs. Warte. Hahaha. Obwohl, die machen mich eigentlich schon ziemlich gut fertig. Habe ich das Gefühl. Aber die sind auch ein bisschen Level 5 und ich bin Level 4, ne? Komm. Oh, ich bin Level up! Yeah! Habib, komm ran! Okay, ich muss meinen Kampfstyle mal ändern. Money, wo sind denn diese Typen? Wo sind denn die, Money? Du musst mir sagen, wo die sind. Ich versuche sie zu finden, aber ich finde sie nicht. Wieso tust du mir das an, Money? Ich meine, die müssen doch bestimmt irgendwie Sturmhauben oder sowas tragen. Komm, ich helfe denen einfach mal hier. Bam! Mannheim, meine City. Was ist nur aus Mannheim geworden? Früher haben sich die Leute ja viel mehr geprügelt. Fertig gemacht. Ja, Mann. Na, gucken wir einfach mal. Hey, Olaf. Hey, Slick. Some Goons? Ja, klar kann ich ein paar Goons abbieten. Okay, ich soll diese Straße hier reinigen von den blöden Goons. Dann mache ich das. Hey, bist du ein Goon? Ah, oh, der hat so ein Emoji über dem Kopf. Lieber nicht. Hey, bist du ein Goon? Nee? Okay. Ach ja. Komm ran. Ich mache mal auch noch fertig hier. Oh, 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 das geht? Das wusste ich gar nicht. Ich wollte meinen Style ändern zum zweiten Style, ne? So, zweiter Style. Ich habe meinen Style jetzt geändert. Was wollt ihr tun? Aua, aua, ich habe keine Chance mit diesem zweiten Style. Aua, aua, aua. Warum haben die alle Waffen und ich nicht? Und sie haben mich fertig gemacht. Ich dachte gerade, ich habe Flügel, lol. Ich habe keine Chance gegen diese ganzen Leute, ne? Ich muss einfach mehr kämpfen, damit ich stärker werde. Also komm ran, mein Junge. Camilla. Boah, ich kann voll Kombos machen mit diesem Kampfstil. Bam, bam. Komm ran, komm ran. Ha, gefällt mir. Ah, wie habe ich das im Leben gemacht, hä? Ich trete die Leute einfach weg. Einfach die ganze Zeit irgendwelche Tasten spammen. Hä, hast du einen Schuh auf mich geworfen? Was fällt dir ein? So, jetzt bist du noch dran. Warte, greifen kann ich gar nicht mehr. Ich will dich greifen. Ich versuche dich gerade zu greifen, Bro. Nee, ich kann dich nicht greifen, wenn ich diesen Kampfstil habe. Es geht einfach nicht. Naja. Ich weiß nicht, was der unterschiedliche Kampfstil ausmacht. Pff.
Frenzy bin ich jetzt. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall muss ich mich noch ein bisschen schlagen hier auf der Straße. Hey. Oh, schon wieder so. Ah, mit denen lege ich mich lieber nicht an. Was ist mit dir, Bro? Du bist jetzt dran. Mysterious Man. Okay. Ich ändere meinen Kampfstil zur 3. Jetzt bin ich Brute. Ich bin jetzt Brute. Okay, ich bin langsamer, wenn ich Brute bin. Ich hoffe, ich halte auch mehr aus dann. Das ist einfach, als ob ich meine komplette Klasse ändern würde. Ich schlage langsamer. Ich schlage hoffentlich ein bisschen härter zu. Und ich hoffe, ich halte mehr aus. Komm ran. So, jetzt seid ihr dran. Disable Heat Toggle. Okay, ich disable jetzt Heat. Ich habe jetzt irgendwie Disable Heat gemacht. Ich weiß aber nicht, was es ist. Oh, ich habe ein Schwert. Das erste Mal, dass ich ein Schwert habe. Ich habe es einfach aufgehoben. Wie habe ich denn das gemacht? Und Level Up. Join Battle. Ja, klar, join ich... Oh, Battle ist vorbei. Und ich bin ziemlich low. Ich glaube, ich muss mal wieder eine Matcha-Milk trinken. Yeah. Ja, vielleicht noch eine zweite. Ah, tut das gut. Oh, da hinten kämpfen wieder Leute. Oh, Level 30? Digga, wie rasiert der denn hier? Als ob das möglich ist. Okay, okay. Ich gehe auf Abilities. Right Tiger Spirit. Heat, Gog, to Rise. Es gibt hier richtig viele Sachen. Ja, klar. Spirit, Heat, Form. Mir egal. Ich nehme Explosive Body Mastery. Ich lerne jetzt alles hier. Iron ABS kaufen. Was gibt's noch? Body Counter kaufen. Was auch immer das ist. Ich will das alles haben. Need to be Level 15 kaufen. Okay. Boost Attack. Yo. Und das hier auch. Ich weiß nicht, was es mir bringt. Ich mach's jetzt einfach. Ich hab's jetzt. Und jetzt gehe ich in den nächsten Kampf, Bro. Ist keine Chance mehr. Ich habe jetzt nämlich Sachen gelernt. Bam, bam. Na, Bro. Hast du gerade eine Mülltonne auf mich geworfen? Jetzt hau ich dich sowas von kaputt mit der Mülltonne. So, jetzt habe ich das Schwert aufgehoben. Okay, ich muss einfach nur Q drücken, um das Schwert aufzuheben. Okay, das muss ich mir merken. Q ist einfach grabben, das macht Sinn. Jetzt wirst du fertig gemacht. Du wirst so fertig gemacht. Was willst du machen? Okay. Okay, man kann hier echt viele Sachen machen. Ich muss nur die Steuerung lernen und diese ganzen Fähigkeiten verstehen. Na, machen wir dich jetzt auch noch fertig? Werfen wir den auf dich oder auch nicht? Komm ran. Du traust dich nicht, dann kümmere ich mich halt um den Homie. Ich finde schön, dass die auch immer warten. Jetzt mache ich dich auch fertig. Oh, oh Gott. Oh Gott, ich prügel auf ihn mit so einem Kegel ein. Hör auf mich zu taunten, Bro. Ich mach dich sowas von fertig. Taunt. Ha, 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 ha. Okay, okay. Ich lerne das langsam. Ich werde der größte Kämpfer, den Mannheim je gesehen hat. Bin schon Level 6 und halb tot. Ich mach dich jetzt noch fertig, Romeo. Romeo? Ah. Delinquents! Ich habe die Delinquents gefunden. Nach all den Dates. Jetzt kann ich euch endlich fertig machen dafür, dass ihr Mannys Geschäft ruiniert habt. Komm, Mülltonne auf dich geworfen. Bom. Ich kann die Leute einfach zusammenprügeln. Hier. Fang. Bam. 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 Oh, ich liebe es. Ich liebe es. So, jetzt muss ich nur noch eine Gruppe von Leuten hier auf dieser Straße fertig machen. Und das wird diese Gruppe von Leuten. Du hast keine Chance. Aber das sind wieder die Mysterious Men. Vor denen habe ich Angst. Aha. Aua. Was machst du mich fertig, Digga? Ah, ich habe das Schwert auf ihn geworfen. Oh Gott, ich liebe es. Man kann einfach Sachen auf Leute werfen. Das ist so cool. Hey, Bruder, ich hab's getan. Ach, jetzt hat er dieselbe Quest für mich nochmal. Whatever, just get the gun. Okay, Bro. Ich trinke auf jeden Fall noch ein bisschen Matcha-Milk und eine Strawberry-Milk. Mach den hier jetzt nochmal fertig, diese blöden Delinquents. So, jetzt nehme ich eine Mülltonne und schlag auf dich ein mit der Mülltonne. Das Lustige ist, ich habe so diesen Brute-Kampfstil, aber wenn ich eine Mülltonne in der Hand habe, dann bin ich auf einmal so ultra schnell. Finde ich gut. Wer bist du? So, weg mit... Ja! Das Schwert heben wir auf, die Machete hier. Jetzt mache ich dich hiermit fertig. Warte, dich werfe ich mal kurz weg. Und du bist jetzt auch dran. Was fällt dir ein? Ah. So, du möchtest mit mir kämpfen? Ich kann jetzt einfach die ganze Zeit diesen machen, oder? Kann ich die ganze Zeit diesen machen? Na gut, dann habe ich Zeit, um zu gucken. Oh, sie hat mich entwaffnet. Ich werfe dich mal kurz weg. Oh, das hast du nicht überlebt. Alles klar. So, ich weiß jetzt aber, wie Delinquents aussehen. Delinquents sind orange mit... Hatte der eine Wollmütze auf? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass es ein Delinquent ist, wenn ich ihn sehe. Das ist schon mal gut. Oh, was willst du von mir? Willst du mit mir kämpfen? Okay, Delinquent. Oh, das sind auch Delinquents? Okay, dann machen wir das. Ich ändere meinen Kampfstil mal wieder zum ersten Stil. Weil irgendwie gefiel mir der erste doch mehr. Und der passt auch besser dazu, wenn ich dann Sachen aufhebe. So. Ich mache jetzt auch fertig. Jetzt habe ich einen Baseballschläger. Mach dich mit dem Baseballschläger fertig, das ist so schön. Ich habe aber gar nicht mehr die Quest, die Delinquents fertig zu machen, weil ich die andere Quest angenommen habe, oder? Oh, ich muss nochmal zu Money gehen. Jetzt habe ich Delinquents ohne Grund abgemetzelt. Macht ja gar keinen Sinn. Hey Money, was sagst denn du dazu? Jo, schon alles okay, Bro. Alles klar, Money. Ich würde sagen, ich habe jetzt auch genug Leute vermöbelt. In Mannheim kann man ja ein bisschen mehr machen, als einfach nur Leute vermöbeln. Das macht ja jetzt auch keinen Sinn. Wir sollten alle ein bisschen friedlicher miteinander umgehen. Deswegen würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!